Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch Absolver. Ja, wir sind hier wieder im Menü für Ausrüstung und Meditation. Ihr seht, dass ich meinen Avatar, meinen Charakter wieder ein bisschen eingekleidet habe. Ich denke, es macht nicht viel Sinn, hier in Unterhosen rumzulaufen. Insgesamt habe ich jetzt die Noten CCB. Also Mobilität immer noch ganz gut. Hier 10 Noten in Kraft und Gewandtheit sind nicht so toll. 89 ist gut, weil ich habe jetzt einfach, also da ist nicht wirklich viel besser geworden, sondern ich habe einfach mehr Techniken in meinen Avatar hineingelegt. Und zwar hier ein durchgehender Loop. Ihr seht, hier beginnt's. Dann macht er die 3. Und von der geht er hierher, von der geht er hierher, von der geht er hierher. Ich zeige euch mal, wie der Flow der Bewegung wäre. Es sind also 6 Bewegungen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Macht er noch einen hinterher, habe ich einmal zu viel geklickt. Aber die Idee ist halt, er steht dann wieder in der Linksauslage. Also so beginnen wir. Und so enden wir. Das wäre die Geschichte. Ich schaue noch einmal kurz in die Optionen. Ich hatte ja beim letzten Mal so ein bisschen Probleme mit dem Sound. Ja, Musik drehe ich so weit runter wie möglich. Bisschen darf sie ja dudeln. Ich finde die auch nicht schlecht, aber beim letzten Mal, also an bestimmten Stellen, war die dann so extrem laut, dass mich das doch ein bisschen rausgebracht hat. Okay, der Plan für heute. Ihr habt vielleicht schon bemerkt, ich bin da noch gar nicht drauf eingegangen, dass jedes Mal, wenn wir auf einen Gegner treffen, der mehr Fähigkeiten besitzt oder Techniken, die ich noch nicht gelernt habe, dann werden Symbole eingeblendet, und zwar von den Techniken, die wir lernen können. Und wenn wir sie lernen, dann gibt es immer so einen kleinen blaue Markierung, so eine kleine blaue Kreismarkierung. Schauen wir mal, ob wir das jetzt hier sehen können. Im Moment noch nicht. Das heißt also, von diesem Gegner konnten wir bislang noch nichts lernen. Das Problem ist, ich lasse ihn ja auch gar nicht kämpfen. Vielleicht sollte ich sie mal. Ja, jetzt sieht man es. Hier passiert was. Ihr habt es gesehen, die Techniken, die sie anwendet, die. Jetzt muss ich sie aber finishen. Und ihr seht hier, da habe ich 2 Erfahrungspunkte oder in 2 Techniken was gelernt. Und hier seht ihr das auch wieder. Der Kollege setzt Techniken ein, die ich noch nicht kenne. Und das wäre natürlich toll, von dem so viel mitzunehmen, wie ich kann. Ich lasse ihn ein bisschen auf meine Deckung prügeln. Keine Ahnung, ob das so die richtige Idee ist. Ja, er gibt mir, ihr seht, es wird blau markiert. Da gibt es einen Move. Da lerne ich was. Wieder was gelernt. Und ich versuche natürlich von ihm jetzt mitzunehmen, was ich kriegen kann, ohne mir zu sehr nicht zu sehr in Gefahr zu begeben. Bei einem einzelnen Gegner ist das okay. Ihr seht, da wächst der Erfahrungsschatz. Ich habe hier gerade rechts einen Schatten gesehen. Ich hoffe nicht, dass da gleich der nächste von ihm kommt. Denn dann wäre all die Mühe umsonst. Hier konnte ich blocken.
der hat mir einiges beizubringen. Ich muss natürlich auch passen, dass ich es nicht übertreibe. Okay, das wird mir zu brenzlig. Und ihr seht, ich habe in zwei neuen Techniken was gelernt und sogar einen Punch freigeschaltet. Ich denke, dass dieser Flying Punch, schauen wir gleich mal, wo der dazugekommen ist. Falcon Punch, durch Sprünge Angriffen entgehen, entgeht tiefen Angriffen. Und zwar scheint der zu starten in der Linksauslage. Und das können wir uns im Übungsdeck gleich mal angucken. Der ist also hier wahrscheinlich. Hier müsste der eigentlich starten. Hier steht jetzt, er beendet den in der Linksauslage. Ich will ihn da nicht verwenden, aber aha, das hat jetzt funktioniert. Das heißt, so würde er jetzt hier reingehen. Ich finde den ganz gut als Special-Technik. Ich gehe mal wieder in meinen Jab. Und sage, dass ich den haben möchte. Wo wäre der denn? Der wäre hier wahrscheinlich, ja? Hier wurde mir nicht angezeigt. Ich bin mir halt nicht ganz sicher. Dann wäre er doch hier, oder nicht? Also obwohl ich jetzt wirklich einiges schon von diesem Editor gesehen habe, sind mir manche Dinge immer noch rätselhaft. Wir haben ja gesehen. Schauen wir uns den nochmal hier an. Also wir wissen, dass er dort endet. Er endet in der Linksauslage. Und dort müsste er auch beginnen. Wenn ich ihn hier einsetzen kann, müsste er auch in der Linksauslage beginnen. Das bedeutet, er müsste eigentlich hier sein. Da finde ich ihn aber nicht. Dann gehen wir nochmal hierher. Und zwar auf dieses Ding. Start. Ja, hier steht's. Er startet. Dieses Icon ist hier. Er startet also in dem. Weiß, glaube ich, woran es liegt. Ich müsste mir die Sequenz suchen, wo er in der Linksauslage endet. Hier endet er in der Rechtsauslage, hier in den hinteren, also es müsste demnach hier sein. Ist ebenfalls nicht der Fall. Warum nicht? Es ist wirklich zum Teil rätselhaft. Zeigt er, dass der untere, aber selbst wenn ich den nehme,
mal alle durchschauen, ob er mir den überhaupt irgendwo anzeigt. Ne, den zeigt er mir gar nicht an. Vielleicht lässt er sich als alternative Technik überhaupt nicht einsetzen. Ihr seht, es ist rätselhaft. Ich will ihn aber gerne haben. Hier würde er ihn zulassen. Ich setze ihn mal ein. Das ist natürlich klar, dass der dann rausfliegt. Und dann suche ich nach einem, der hier weitergeht. Ja, das klappt jetzt. Das heißt also, wenn der Straight Punch endet, wird er mit dem Kick weitermachen. Schauen wir uns an, ob das funktioniert. Ja, da braucht er natürlich irre Zeit. Ich glaube nicht, dass das die ideale Variante ist. Ich will einfach bloß mal sehen, ob man ihn in Action... also ich will ihn in Action mal sehen und will mal schauen, ob man den einsetzen kann. Eine Hose. Also ich werde euch jetzt nicht jedes Mal, wenn ich eine neue Technik lerne, durch dieses Menü schleifen. Das kann ich dann off-cam machen. Ich wollte bloß, dass ihr es mal seht. Und ja, wenn wir diese vier Gegner, diese vier Enemies noch erledigen, kommen wir eben durch die Tür. Ich denke, es hat damit keine Eile, weil es gab im Forum ja ein paar Beschwerden, dass... Ah, das ist auch wieder ein Bossgegner. Dass im Grunde genommen so viele Leute geschrieben haben, dass es so wenig Content gibt. Ja, wenig Story und so weiter. Man ist innerhalb von wenigen Stunden durch. Das ist klar. Das ist halt jetzt wirklich kein klassisches Rollenspiel in dem Sinne. Die Hauptgeschichte steht hier ganz eindeutig in der Wahl des Charakters und in dem Verbessern des Charakters. Ich kann ja den Flying Kick überspringen, also den Flying Punch überspringen. Muss ich mal kurz restaurieren. Das ist vielleicht dann immer eine gute Idee, wenn man den Eindruck hat, der Gegner durchschaut die Techniken. Ein Stück zurückgehen. Bin ja fast erledigt. Hier hat auch noch wieder funktioniert. Ja. Und tatsächlich haben wir hier Jin. Ich glaube, Jin Meska hieß er. Haben wir ihn platt gemacht. Und es gibt einen Stufenaufstieg. Sehr gut. Dann her mit dem Punkt. Und ich denke, es macht bei meinem Stil wirklich Sinn, in die Stärke des Kämpfers zu investieren. Ich jetzt das Schwert liegen lassen. Ich hatte ja damit so ein bisschen hin und her experimentiert und mein Eindruck ist, gerade dieses Forsaken ist halt ein Kraftstil. Anders als Windfall. Windfall habe ich so ein bisschen in der Assoziation mit dem Kung-Fu-Stil Xing-Yi oder Bagua-Chien. Das heißt,
Da geht es wesentlich mehr um Gewandtheit. Okay, muss ich kurz konzentrieren. Hier sieht es so aus, als ob ich was lernen kann. Und das ist auch der Fall. Ihr seht wieder an den Kreissymbolen, mein Gegner. Oh, der ist aber auch ein harter Junge. Aber den von oben. Ja, und ihr seht, ich habe wieder wertvolle Erfahrungspunkte gesammelt in zwei neuen Techniken. Das ist natürlich eine tolle Geschichte. Ich denke, ich werde mich hier ein bisschen rumtreiben und werde erstmal an neuen Moves alles farmen, alles grinden, was ich kriegen kann. Solange diese Gegner mir hier überlegen sind, kann ich von ihnen Moves abstauben. Ich denke, das ist eigentlich eine ganz gute Strategie. Denn jetzt durch die Story zu heizen, wenn die insgesamt eben nur sehr kurz ist, tja, dann denke ich, macht das nicht so viel Sinn. Okay, damit haben wir uns am Altar wieder aufgeladen. Ich schaue mal, ob ich andere einzelne Gegner finde, von denen ich ein bisschen was lernen kann. Ich glaube hier, da war immer gleich ein ganzer Trupp. Also wenn dieser stark trifft, dann ist er natürlich ein Hammer. Das ist ja wirklich unglaublich. Ich gehe mal ein Stück zurück. Ich habe überhaupt noch nicht gesehen, ob ich was von dem lernen kann. Ja, da ist was. Neue Technik. Bei der Gelegenheit kann ich ja gleich mal ein bisschen Blocken üben. Ihr habt ja mitbekommen. Habe ich ihn zu schnell gefinisht. Ihr habt ja mitbekommen, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen Decken und Blocken. Decken ist eben die passive Art. Also ich nehme die Hände hoch und lasse nicht zu, dass mein Gegner auf mich einprügelt. Beziehungsweise das macht er. Aber ich kann mich mit meinen Armen schützen. Aber Blocken, hier als Parieren bezeichnet, ist eben etwas Aktives. Also ich bewege meine Arme gegen den angreifenden Schlag. Und das habt ihr gerade gesehen, da verharrt mein Gegner ganz kurz. Und hier habe ich fintiert. Oh, jetzt muss ich mich aber ranhalten. Ja, hab ihn noch erwischt, hab auch wieder was gelernt, sehr gut. Der Unterschied zwischen Blocken und Decken ist eben, Decken ist eine passive Art, man nimmt die Fäuste hoch, lässt sich nicht treffen. Blocken ist eine aktive Art, ich bewege meinen Arm, meist reden wir ja von Unterarmblöcken, gegen den Angreifer und pariere aktiv. Knaller, also im Grunde genommen ist es ein Schlag gegen den angreifenden Arm. Arm gegen Arm, Unterarm gegen Unterarm oder Unterarm gegen Bein beispielsweise. Und wieder aufgeladen. Und damit lasse ich dann nicht zu, dass mein Gegner wie ein Sandsack, mich wie ein Sandsack behandelt und auch Momentum gewinnt. Denn man kann sich ja in so einer Kombination
so richtig in so einen Rhythmus reinarbeiten. Deshalb ist natürlich Blocken besser als nur die Deckung nutzen. Und das würde ich gern üben. Ich habe aber in vielen Foren gelesen. Ich muss mich mal ein bisschen freiarbeiten. Ich habe aber in vielen Foren gelesen, dass das sehr, sehr schwer ist. Ganz einfach, weil man den richtigen Moment abpassen muss. Um tatsächlich diesen Block auszuführen. Und ihr seht, wie schnell sich die Figuren hier bewegen. Die Zeitspanne, die man hat, um den Block auszuführen. Ich muss mich kurz konzentrieren, sonst gehe ich hier baden. Die ist sehr gering, also ist sehr kurz. Hier habe ich was Neues gelernt. Aber sie sagt, sie kann das auch. Mal kurz ein bisschen aufladen. Hat sie mich genau erwischt. Aber ich habe noch eine Backfist freigeschaltet. Sehr, sehr cool. Schauen wir uns die Backfist schnell an. Üben. Oder vielleicht besser hier. Da ist er. Backfist. Wenig Kraft, geringes Tempo, aber eine schöne Reichweite. Gut, die werde ich integrieren. Das schauen wir uns dann in der nächsten Runde an. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Rückmeldungen habt, schreibt in den Kommentarbereich. Über einen Daumen hoch und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Bis dahin, wir sehen uns. Macht's gut, bye bye.